Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part Call of Cthulhu. Ja, im letzten Part, ich sag ganz schön oft Ja und M, aber egal, das hat sich jetzt so eingebürgert, das muss jetzt so. Haben wir das Zimmer von Simon, also von dem Kind, ich glaube, er hieß Simon, uns genauer angeguckt und haben festgestellt, dass der Junge ein paar Probleme hatte und Schlaftabletten nehmen musste. Ja, wir wechseln die Lichtquelle. Ah, okay. So kann ich ein bisschen Öl in der Lampe sparen. Das hört sich doch gut an. Genau, und waren im Schlafzimmer von den Eltern, haben da ein Rezept für verschiedene Barbiturate gefunden, haben mehrere Briefe gefunden über Sarah, dass sich jemand über sie beschwert hat, dass sie auf einmal aber auch ihre Bilder recht gut verkauft und teurer verkauft, seit sie hier auf dieser Insel wohnt, und haben ja in ihrem Büro so einen okkulten Kreis gefunden. Und auf einmal ging da hinten halt irgendwo eine Tür auf dem Dachboden, in das Atelier, wo die Bilder waren. Und da haben wir ein Bild von uns gesehen. Ja, das stimmt. Und von uns gesehen, was eben aber nicht mehr da war, als wir nochmal nachgeguckt haben. Und eine Person, die ja uns weggeschubst hat, die entflohen ist, der Dieb quasi. Ja, und vor allen Dingen, er ist halt einfach irgendwo verschwunden und das ist total krass. Also, ich habe keine Ahnung. Wir sind ihm dann hinterher gejumpt und auf einmal war er weg. Und jetzt suchen wir halt nach ihm. Und sehr interessant auf jeden Fall, dass hier auf einmal Türen aufgehen, die vorher nicht zu öffnen waren. It looks like an old seaway map. Jemand hat auf dieser alten Seekarte Koordinaten verzeichnet. Sie ergeben eine Route. Ja, nett. Kann ich nicht so viel mit anfangen. Ich bin kein Seefahrer, ich bin kein Mensch der Marine, und da ist noch was versteckt. This Dr. Fuller, was he Sarah Hawkins' therapist? Okay, ja, das ist ja auch der das Rezept ausgeschrieben hat, was wir im letzten Part gefunden haben. Charles, ich verstehe Ihre Sorge, aber ich versichere Ihnen, dass sich Sarah hier im Riverside Institute in guten Händen befindet. Es versteht sich von selbst, dass ihr Zustand eine besondere Betreuung und ein hohes Maß an Aufmerksamkeit erfordert. Ihr volles Potenzial kann sich nur entfalten, wenn sie sich in einer sicheren Umgebung befindet und von qualifiziertem Personal betreut wird. Natürlich liegt die Entscheidung bei Ihnen. Es scheint aber, als liefe Ihnen die Zeit davon. Ihr Freund Thomas Fuller. Okay, das heißt, sie war anscheinend in einer psychiatrischen Anstalt, weil Institut ist ja meistens so, geht ja in die Richtung. Krass. Okay, also scheint sie doch schlechter gegangen zu sein, als wir dachten. Crazy, was ist das? Das sieht ja auch wieder so ritualmäßig aus. They look like Celtic runes. Charles must have brought them back from one of his foreign trips. Okay. Ja, keltische Runen. Faszinierend. Gucken wir uns das hier nochmal kurz irgendwie an. Gibt's hier was Neues? Im Studio von Sarah Hawkins fand ich ihr unvollendetes letztes Werk. Es ist ein Porträt von mir. Wie ist das möglich? Ein Eindringling ist mit dem Gemälde verschwunden. Ist es Teil des Mysteriums, das den Tod dieser Menschen umgibt? Welche Rolle spiele ich dabei? Ich muss den Eindringling fangen und das Gemälde zurückerhalten. Okay, ich hatte tatsächlich nicht mitbekommen, dass der Typ das Gemälde mitgenommen hat. Na gut. Oh, wir haben 4 verfügbare Charakterpunkte. Okay, Leute, jetzt wird's spannend. Ermittlungen beeinflussen Untersuchungstalent verbessern, diese Fähigkeiten steigen eine Chance. Okay, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Okay, versteckte Gegenstände besser aufzuspüren. Okay, dann machen wir hier einen Punkt, da einen Punkt. Psychologie ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Ja, und Stärke machen wir auch. Ob das jetzt alles so schlau ist, wenn man das so gleichmäßig verteilt und nicht eine Fähigkeit komplett ausbaut. Aber ich finde das ein bisschen schöner, wenn man so vielseitig aufgestellt ist. Okay, was haben wir hier noch an Hinweisen? Das Rezept, das... Nichts, nur... Hä? Da, okay, der Brief. Ich wollte gerade sagen, es wollte gerade nicht. Und eine Sturmlaterne. Das ist vor allen Dingen voll cool, aber sie verbraucht viel Öl. Okay. Und noch mehr Wissen. Die Runen. Keltische Runen. Kleine polierte Steine, die mit keltischen Runen verziert wurden. Sie werden zumeist in Europa gefunden und wurden wahrscheinlich bei Wahrsagerritualen verwendet. Okay, was auch immer uns die bringen sollen. Sprechen wir mit Bradley. Have you seen the old maritime maps on Charles Hawkins' desk? Strange. No ship has left Darkwater Shore for years.
Maybe he kept them for sentimental reasons. Okay, wir nehmen mal lieber die Laterne. Clearly, Charles Hawkins knew Captain Fitzroy very well. Oh ja, der steht da in der Mitte. Auf diesem Foto posiert Charles Hawkins und Captain Fitzroy mit einem dritten Mann. Sie scheinen sich nahe zu stehen. Ja, vielleicht ist das ja dieser... Ich habe schon wieder vergessen, wie der Name war. Sander, an den Sarah das Bild verschenkt hat. Ich habe keine Ahnung, ich interpretiere jetzt überall was rein. Aber vielleicht können wir da den Captain ja nochmal fragen, wer das ist. I wonder who the man with the glasses is in the photograph. Probably another friend of Hawkins. Ja, das werden wir... das sieht aus, als wäre da ein Versteck. Okay, das gucken wir uns gleich genauer an. As if the bookcase has been moved several times. Ja, das ist bestimmt hier so ein Geheimdingsens. Bumsens. This globe seems to have been part of some mechanism. Ja, das finde ich allerdings auch. Ah, vielleicht braucht man dazu die Seekarte. Ja, das hatte. Doesn't work. I must have missed something. Ja, hast du auch. Das ist auf jeden Fall unsere Lampe leer, glaube ich. It looks like a freehand map of Darkwater. Certain areas have been highlighted. I wonder why. Okay, eine Karte von Darkwater von Charles Hawkins Hand gezeichnet. Manche Orte wurden eingekreist. Gruselig. Also ich denke, um diesen Mechanismus da hinten zu öffnen, brauche ich bestimmt die Seekarte. The Scylla. It's the boat that was stranded at the entrance to the harbor. Oh stimmt, das hat man uns ja ganz am Anfang erzählt. This panel is movable. Und dann verschieb's. Mechanismus. Cogwheels. They must be linked to an opening mechanism. Probably a secret passage. I must find a way to activate the opening mechanism. Wir probieren's mal so. Great. I managed to force the gears. Looks like I've triggered something. Well done, Pierce. Okay, jetzt können wir das vielleicht öffnen, aber ich bin hier... Achso, jetzt brauche ich den Globus gar nicht mehr. Oh ja. Haben wir hier alles? Nicht, dass ich hier irgendwas... Seems like this came from a log. Okay, Montag, 24. Mai 1847, 42 Grad Nord, 70 Grad West, Insel Darkwater. Den ganzen Morgen nordwärts gesegelt. Captain Hamilton ist voller Zuversicht. Er sagt, dass wir diese Saison die Orpheus schlagen werden. Möge Gott gnädig mit uns sein. Sonntag, 30. Mai 1847, 47 Grad Nord, 55 Grad West. Es war mir lieber, als die Wale spurlos verschwanden, aber bei all diesen Kadavern können wir ihr trauriges Schicksal nicht länger ignorieren. Was tötet nur diese gewaltigen Bestien? Ich sagte Hamilton, es sei ein schlechtes Zeichen. Ihm ist es egal. Dienstag, 1. Juni 1847, 49 Grad Nord, 61 Grad West. Wir haben vor einem kleinen Dorf geankert. Die Einwohner sagen, das Wasser sei rot vom Blut der heiligen Tiere und wir würden gegen den Willen der Götter handeln, wenn wir ihnen folgen. Ich sagte ihnen, dass ich nur Gott den Allmächtigen fürchte. Aber allein im Laderaum habe ich Angst. Freitag, 4. Juni 1847. 57 Grad Nord, 51 Grad West. Wir haben in der Ferne einen gewaltigen Wal gesichtet. Er ist größer als alles, was wir je zuvor gesehen haben. Sein Gesang ist ohrenbetäubend. Hamilton will ihn. Mittwoch, 23. Juni 1847. 33 Grad Nord, 53 Grad West. Wir haben ihn gefangen. Es ist der groteske Wal, den ich je erblickt habe. Wir haben Männer verloren, aber Ruhm erlangt. Dieser Tag wird noch in Jahren gefeiert werden. Dienstag, 29. Juni 1847. Darkwater. Wir haben die Orpheus besiegt, die mit leerem Laderaum zurückkehrte. Die Skylar und Hamilton sind nur noch eine Erinnerung. Okay, das ist creepy. Gut. Ja. Den letzten Satz verstehe ich nicht. Sind nur noch eine Erinnerung. Okay. Ja, vielleicht ist sie da gesunken. Vielleicht das. Ich weiß es nicht. There must be a link with the Seaway map. Ja, können wir das jetzt hier noch... da liegt noch was. Da. Öl aufgefüllt. Yay! Ich kann Öl auf verschiedenen Stellen auffüllen. Okay, kann ich jetzt mit der Seekarte Looks nochmal like the navigational paths described in the log.
Ja gut, also wahrscheinlich hätte ich das Rätsel auch mit Hilfe des Globus lösen können. Ich vermute, dass das so in die Richtung geht. Aber wir haben es jetzt mit Kraft gelöst, was ich jetzt auch nicht so schlimm finde. Dann öffnen wir das mal. Tunnel unter der Hawkins Villa. In der Villa der Hawkins enthüllte die Brandstätte ihre Geheimnisse. Pierce und Officer Bradley untersuchten die Villa auf der Suche nach Beweisen für Überlebende. Als ein Vermummter in das Atelier von Sarah Hawkins stürmte und ein Gemälde stahl, nahm der Detektiv und der Polizist die Verfolgung auf. Nachdem sie ihnen in das Büro von Charles Hawkins gefolgt waren, entdeckten sie einen Geheimgang. Pierce und Bradley betraten den Tunnel unter der Villa. Ja, und so sind wir jetzt auf dem Weg straight in Kapitel 4. Ich finde es mega gruselig tatsächlich. Ich habe die Vermutung, dass das das ist, wo wir vielleicht ganz, ganz, ganz am Anfang in unserem Traum in Anführungsstrichen vielleicht schon waren. Da war ja auch irgendwas im Wasser. Vielleicht hat er damit aber auch gar nichts zu tun. Aber ich bin echt gespannt, was uns jetzt hier in diesem Stollen, in diesem Tunnel erwartet. Wer dieser Dieb ist, ob wir ihn überhaupt fassen, wo wir rauskommen, ich habe keine Ahnung. Und das wird, glaube ich, sehr, für mich sehr gruselig, weil ich finde, dieses Spiel hat so eine Wahnsinnsatmosphäre. Aber ich will nicht weiter labern. Wir betreten jetzt den Wahnsinn. Secret passage under the manor. It's like a detective novel. Ja, That guy das. must have already gotten far. Yeah, and he had a direct means of entry to the crime scene. We must find him. What is this place? It's more than just a tunnel. Oh mein Gott. Look, someone's been here recently. Das sieht aus, als hätte hier Three jemand. seats. Oh Gott. Oh, ich. Okay, wir konstruieren mal. Oder rekonstruieren. Krass. Das sieht aus, als wäre das hier wie so ein. Ja, für so ein zweites Leben, ey, oder einfach so ein Untergrundleben. Total krass. Did Charles Hawkins use this place? Who were the others? Okay, das ist so creepy. Did Charles Hawkins hide something in this chest? Ja, das werden wir noch rausfinden müssen. Was ist das? The bearer of the mask must have been the leader. What kind of secret society is this? Ja, das ist unangenehm gruselig tatsächlich hier. Okay. Ist hier noch irgendwo was? Da können wir nicht raus. Ich denke, ich muss jetzt irgendwie an diese Truhe vermutlich rankommen, oder? Nee. Aber hier ist jetzt so auch weiter nichts, oder? Bin ich jetzt blöd? Wir gucken uns nochmal hin, weil manchmal sieht man ja, wie gesagt, gehockt nochmal eher was. Aber nee. Nee, nee. Nicht so wirklich. Aber irgendwo muss doch hier noch was sein. Da. Vielleicht? Oder sah das gerade nur so aus? Nee, das ist nur okay. Da ist noch was. Ha. This piece of cloth is unmistakably from a dress. Sarah Hawkins. Was she hiding from someone? Ja, vielleicht hat sie die ja tatsächlich belauscht. Das wäre ja möglich. Hier noch irgendwo irgendwas? Muss ja, also es muss ja hier. Oh, da. Whoever was sitting here could have seen Sarah Hawkins. Could this be related to her death? Ja, möglich ist das, ne? Wer weiß, was die hier getrieben haben. Wahnsinn. Okay, unterirdischer Vorraum. So.
Was haben wir hier? Ich habe die geheime unterirdische Tunnel, 25. Oktober 1924. Ich habe die geheime Tür im Büro von Charles Hawkins öffnen können. Dahinter kamen in den Stein gehauene Stufen zum Vorschein, die zu einem unterirdischen Höhlensystem führten. Diesen Weg kann der Räuber nicht genommen haben. Ein Tisch mit drei Stühlen, der seltsame Vorraum zum Eingang zum Höhlensystem wirft neue Fragen auf. Welcher Organisation gehörte Charles Hawkins an? War Sarah Hawkins in Gefahr, weil sie diese Tunnel entdeckt hatte? Ich muss weiter in diese Höhlen vordringen und Antworten finden. Ich will da tatsächlich gar nicht rein. Gar nicht. Null. Null, null. Never ever, ey. Nee, das muss doch nicht sein, Leute, oder? So. Tunnel unter der Hawkins Villa. Wer hätte gedacht, dass sich unter der Hawkins Villa so große und verzweigte Tunnel verbergen? Es scheint das Versteck eines Kults zu sein. Kaum zu glauben, dass Sarah und Simon direkt über einer solchen Gefahr lebten, ohne davon zu wissen. Ja, ich hoffe, sie wussten davon auch nicht. Okay. Da sind wir in Kapitel 1, Kapitel 4. Aber in Kapitel 3 haben wir noch einen Hinweis. Ah, genau. Das Foto von Charles und Fitzroy, wo wir nicht wissen, wer der Dritte ist. Und die Karte von Darkwater. Der unterirdische Vorraum. Der seltsame Vorraum am Eingang zum Höhlensystem wirft neue Fragen auf. Der Tisch und die drei Stühle führen zu der Annahme, dass Charles Hawkins diesen Ort für kleine Treffen verwendete. Die Gegenstände mit esoterischem Hintergrund sind weitaus besorgniserregender, da sie den Eindruck erwecken, dass wir uns in Gegenwart eines Kults befinden. Darüber hinaus verrät der zerrissene Stoff die Anwesenheit von Sarah Hawkins an diesem Ort, wirft aber auch weitere Fragen auf. War sie in Gefahr, weil sie diese Tunnel entdeckte? Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde gerne diese Truhe öffnen. Bitte, bitte. This padlock is too complicated for me. Na toll. Hätte ich mal mehr in unsere Schlossknacker-Fähigkeiten entwickelt. Was ist das hier? Ah, okay. A disfigured saint. What does it mean? Ja, das ist eine gute Frage. Haben wir noch irgendwas, was wir uns angucken können? Die Stühle. Oh, das mit dem Schloss ärgert mich jetzt. Ich hätte das so gerne geknackt. Ja gut, aber ich hoffe, wir kommen hier irgendwann nochmal wieder zurück. Können wir uns hier nochmal den Stoff angucken? Nee. Okay. Dann gehen wir hier mal weiter. Oh mein Gott, ey. Wo zur Hölle sind wir hier? Es geht verdammt tief runter. Wie schräg stehst du denn da bitte eigentlich? So einen leichten Vorwärtsschwank oder was, mein Freund? Oh, Leute, 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 ey. Ich will nicht wissen, was da unten ist, aber ich denke, es wird uns nichts anderes übrig bleiben, als da runter zu gehen. Wenn ich da nicht viel Motivation für habe. Bradley folgt mir, nicht motiviert, genauso wenig wie ich das bin. Gott, ey. Was erwartet uns hier? Okay, es geht auf jeden Fall noch tiefer. Hier ist aber eine Tür. Of course. And aber something tells me that the key is climbing these steps. There's tunnels all over this island. Given the size of this cave, there's gotta be other entrances. The passage continues further down. Might as well start with that. Ja, ich möchte nicht. I ain't gonna squeeze in there. I'll find another way. If possible, I prefer not to ruin my uniform. Fine, fine. Go look for another entrance. I'll try my luck down below. Ich finde das nicht gut. Ich möchte mich nicht trennen. Okay, ihr Lieben. Wir lesen jetzt ja immer noch das, was wir neu dazugekommen haben. Und das war's dann aber auch. So, jetzt mein Handy schon wieder an. Es gehört nicht auf. Okay, ein schweres Tor blockiert den Durchgang. Ich muss einen anderen Weg in die Haupthöhle finden. Ja, wir trennen uns jetzt von dem guten Bradley. Das, weiß ich nicht, ob ich das für so eine gute Idee halte. Aber, meine Lieben, das werden wir im nächsten Part rausfinden, was da weiter unten auf uns wartet. Und wir konnten ja direkt da den Typen die Treppe hochlaufen. Und wenn die ganze Insel untertunnelt ist, will ich nicht wissen, wo wir hier rein und rauskommen. Was wir noch finden, es wird, glaube ich, super, super spannend. Wie sieht eigentlich unser Verstand aus? Immer noch gut. Okay. Aber hier, wie ihr seht, da sind so viele Schlösser, das wird vielleicht noch weitergehen. Haben wir jetzt rausgefunden, dass Darkwater untertunnelt ist? Wahrscheinlich, oder? Villa der Hawkins.
Das hatten wir ja. Achso. Die Villa Hawkins geriet schon vor dem Brand, bei dem die Bewohner uns leben kann, in Verfall. Da das einst prunkvolle Gebäude zeugt heute vom Niedergang der Familie Hawkins. Die Gemälde von Sarah Hawkins sind in den Fluren verteilt. Feuchtigkeit zerstörte langsam die Bücher der einst beeindruckenden Bibliothek und zahlreiche Fenster sind eingeschlagen. Im Salon, wo das Feuer ausbrach, wurde klar, dass die Tragödie mehr als das Ergebnis eines häuslichen Unfalls war. Im Büro von Sarah Hawkins gibt es Hinweise auf okkulte Praktiken und zweifelsohne hat eine gewalttätige Kreatur Spuren an den Korridorwänden verursacht, die zum Atelier führen. Im Büro von Charles Hawkins hingegen wurde ein Gang zu einem unterirdischen Höhlensystem entdeckt. Gut, gut. Ja, meine Lieben, wie sich der Fall weiter darstellt, was uns hier unten erwartet, ob das so eine schlaue Idee ist, dass wir uns von Bradley getrennt haben, das, meine Lieben, werden wir im nächsten Part herausfinden und weiter die Spur des Diebes aufnehmen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und wenn es euch gefallen hat, abonniert mich gerne. Bis dahin. Tschüss.